Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Jesse, und zwar mit einem neuen Kreuzritterbild, und zwar den sogenannten ZDPS-Bild, also Zero DPS-Bild, also den so Tank-Bild des Kreuzritters. Und wie ihr schon gesehen habt, haben wir unser Pferdchen so modifiziert, dass es bis zu 5 Gegner einfach aufsaugen und mitnehmen kann. Und natürlich haben wir dann das Blind auf unserer Taste mit dem letzten Zeugen, so heißt auch das Schild, das ihr benötigt, um die Gegner blenden zu können. Und die kommen dann mehr oder weniger gar nicht mehr aus dem CC raus, können praktisch keinen Hit mehr machen. Und zusätzlich, um sie auch an uns zu binden, haben wir noch immer die Möglichkeit, mittels Schuldspruch und Vakuum sie immer wieder mal einzusaugen, falls jemand weglaufen sollte. Und wir haben noch eine Weihe am Boden, womit wir unsere Gegner oder beziehungsweise unsere Mitspieler auch noch sehr gut buffen können. Also das ist mal so die elementarste Aufgaben- und Skillverteilung des Tankkreuzritters. Und jetzt gehen wir dann gleich mal im Einzelnen auf die Items ein, die ihr dafür benötigt, und natürlich auf die diversen Talente. So, und jetzt schauen wir mal wie gewohnt auf die Items, die für den Tankkreuzritter benötigt werden, sowie auch dann auf die einzelnen Skills. Aber beginnen wir mal mit den Items. Die gute Nachricht ist, ihr benötigt praktisch nur zwei, sagen wir drei Items, welche gefarmt werden müssen. Alle anderen könnt ihr euch einfach über die Schmiederezepte herstellen, wie zum Beispiel das Captain Set. Also ihr seht, ihr benötigt unbedingt den Zweierbonus, und zwar Abklingzeit Reduced. Es ist ganz, ganz wichtig beim Kreuzritter, beim Tanken, dass ihr praktisch die Gegner, wie ihr es hier vorhin schon gesehen habt, durchgehend blinden könnt. Das bedeutet also, so wie ihr hier seht, diese Welle, die muss praktisch immer in solchen Intervallen kommen, dass die Gegner nicht mehr dazwischen irgendeine andere Aktion ausführen können oder irgendetwas anderes in der Zwischenzeit machen können, denn ansonsten brechen sie euch in den großen Nephalem-Portalen aus und töten eure Gruppenmitglieder. Daher ist es sehr, sehr wichtig, Cooldown Reduction, also Abklingzeitreduktion, soweit es geht, nach oben zu pushen, und das sollte auf jeden Items, wo es nur möglich ist, auch Abklingzeitreduktion droben sein. Ihr habt, seid es vielleicht gewohnt, wenn ihr mit dem Akkarat-Set spielt, dann habt ihr praktisch durchgehend den Champion ab. Das ist dann natürlich super, aber das ist hier nicht möglich, denn hier wird nicht mit Akkarat gespielt, denn hier werden praktisch die Items gecraftet. Eben, ihr könnt eine Kombination machen mit Ashara Sucher, das nehme ich eben, weil der Zweierbonus 100 Widerstand gibt und nochmal 20%, dann das Captain Set für die Cooldown Reduction und dann natürlich nochmal das Born Set, auch wieder zwei wieder für die Cooldown Reduction und natürlich mit maximalen defensiven Stats. Also es ist ganz wichtig, was sie an Damage macht, das spielt überhaupt keine Rolle. Der einzige Wert, der hier beim Kreuzritter zählt, ist praktisch die Zähigkeit, dass ihr eben mehr als genug aushaltet, und das Wichtigste dann natürlich das mit dem Blind, dass der CD dementsprechend schnell ist. Dafür nehmen wir natürlich auch eine Leorix-Krone, also bei dem Item kommt ihr auch nicht vorbei, denn die Krone erhöht nochmal erheblich mit einem Diamantensockel die Abklingzeitreduktion, wie ihr es hier schon gesehen habt, und dann haben wir natürlich noch einen Ring des königlichen Prunkes, den müsst ihr auch mehr oder weniger anlegen, und zwar einfach aus dem Grund, damit die diversen Set-Bonis, der zusätzliche, freigeschaltet werden. Also wir haben ja drei Sets an, also mal das Asharas, dann das Captain Set und das Born Set, und überall haben wir den dritten Bonus praktisch geschenkt dazu genommen, weil wir eben den dementsprechenden Ring nutzen. Was dann noch eines der wichtigsten Items überhaupt ist, ist der letzte Zeuge, und zwar macht dieses Item, schauen wir mal, ob das geht, wenn wir es rausnehmen, wie ihr seht. Okay, geht nicht, können wir gar nicht blenden ohne Shield. Aber der Zeuge macht es im Endeffekt. Haben wir hier vielleicht ein schnelles? Ja, haben wir. So, ich kann euch immer die Unterschiede zeigen. So, wie ihr seht, blenden wir jetzt nur in so einem Stückchen nach vorne, und erst durch den Zeugen wird es freigeschalten, dass es wirklich in einem Radius um 360 Grad um euch herum passiert. Und das ist das eines der elementarsten Eigenschaften dieser Skillung, dass ihr wirklich alle im Umkreis blenden könnt. Ansonsten, was noch eine ganz gute Ergänzung dazu ist, bei der Waffen, da habt ihr ein bisschen die Wahl, aber ich habe hier mal den unerschütterlichen Glauben gewählt, und zwar einfach aus dem Grund, wenn ihr hier seht, ich setze eine Fläche am Boden, eine Heilfläche, wird die auf meinen Begleiter und Verbündeten mitgewirkt. Das bedeutet also in der Gruppe, wenn ich die Fläche setze, setzen alle Spieler die Flächen, und dort drinnen gibt es dann, ich glaube es war so 50.000 Heal.
48.000 Leben pro Sekunde, also schon eine sehr, sehr gute Ergänzung, vor allem, weil der Cooldown auch so gering ist, dass es sich sehr gut ausgeht, dass eure Spieler damit super supported werden. Ansonsten, was noch wichtig hier, die Halskette, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt zufällig eine 8-3 Halskette an, und zwar einfach aus dem Grund mit der Abklingzeitreduktion und nochmal ein bisschen den Damage-Push, oder ansonsten wäre noch die Möglichkeit für ein Blitzamulett. Ich würde euch auch ein Blitzamulett sehr ins Herz legen, und zwar einfach aus dem Grund, dass durch das sehr viele Elite-Packs Blitze haben, und wenn die Gegner CC sind, die Blitze aber trotzdem getriggert werden, das bedeutet, dass sie werden trotzdem ausgelöst, kann es natürlich zu Problemen kommen, dass ihr hier einfach wegsterbt, wenn ihr diese Sachen einfach nicht habt. Okay, das war es jetzt mal im Groben und Ganzen von den Items. Wie immer, sollte es dazu Fragen geben oder sonstiges, werft zuerst einen Blick auf die Bissliste, ich verlinke es euch wie gewohnt unter den Guide, und ansonsten stellt die Fragen einfach in den Kommentaren. So, und weiter geht es dann noch mit den Items, also mit den Skills. Welche Skills benötigen wir? Wir haben hier mal ein gleißendes Schild, also gleich das wichtigste Talent, eben um die Gegner im CC zu halten. Schuldspruch, auch noch ein sehr gutes Talent, natürlich mit Vakuum, um die Gegner an euch zu binden und anzusoaken. Weihe, wie vorhin schon gezeigt, mit Lichtflut, einfach um eben die Heilung der Gruppe zu unterstützen. Danach Kavallerie, auch ganz wichtig, weil wir hier, wie ihr es am Anfang schon gesehen habt, mehrere Gegner, welche wir nennen sie mal ausbrechen in den Greater Rifts, dann könnt ihr die praktisch wieder einfangen und zurückziehen, oder generell zu dem Control Hexendoktor, der praktisch das monstermäßige CC in der Gruppe dabei hat und die Gegner immer an sich bindet, hier immer wieder neue Gegner reinschaffen, und eure Damage-Dealer können die dann ohne Probleme weg. Bomben, dann noch etwas ganz, ganz Wichtiges, das Gebot der Tapferkeit mit kritisch, und zwar gibt es praktisch 100 kritischen Trefferschaden, und das ohne Cooldown. Also wenn ihr genügend Cooldown-Reduction habt, dann könnt ihr das Gebot praktisch immer wieder aktivieren und verstärkt somit den Damage Output eurer Gruppe erheblich. Und wie ihr hier seht, das Gebot oben läuft jetzt aus und es wird aber direkt wieder ready. Das heißt, wir haben praktisch eine Sekunde, eine Überschneidung oder so, also eine Sekunde, wo nichts passiert. Aber ansonsten können wir das immer abhalten. Das ist natürlich ein enormer Damage Boost für eure Gruppe. Ansonsten eine Passive, eben wie gewohnt, Gebot ist Gebot, damit wir das verlängern. Dann das hilft uns schon mal erheblich weiter, und dann natürlich noch unser Störper, damit wir praktisch freiweg mal sterben können, falls doch ein Gegner ausbrechen sollte, was dann bei den 50er Rifts schon mal passieren kann. Und noch den Akkarats Champion auch wieder mit einem Freitod. Somit haben wir einen doppelten Napsaver, um praktisch durch die Greater Rifts zu kommen. So, das war es jetzt auch schon mal im Groben und Ganzen vom Tank Crusader. Sieht jetzt vielleicht nicht wie die spannendste Skillung aus, muss man auch sagen, aber auf jeden Fall hat man mit einem Tank Crusader oder auch mit einem Tank Hexendoktor, also mit so einem Control Hexendoktor, einen Fixplatz in jeder 4er Greater Rift Gruppe, die praktisch 45 plus geht, denn dort funktioniert es ohne diese Klassen nicht mehr, also dort benötigt man diese Klassen. Und daher, wenn ihr schon die Klasse spielt und vielleicht schon Gear habt, um damit super die 6 zu farmen, geht mal zum Schmied, craftet euch die Items und unterstützt damit eure Freunde praktisch in den Greater Rifts, und dann geht es auch ganz sicherlich nach oben, weil es ist einfach so viel einfacher, wenn die Gegner nichts mehr machen und controlled werden, als wenn man praktisch immer um sein Leben bangen muss, nur wenn mal ein weißer Mob ausbricht. Ansonsten gilt wie immer, sollte es irgendwelche Fragen geben, ab damit in den Kommentaren. Ich schaue mir das an und versuche die natürlich auch zu beantworten. Vergesst nicht, das Video zu liken und vor allem natürlich auch nicht den Kanal, aber ich denke, ihr seid da sowieso schon dabei. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.